mit meiner Kameraden, den Soldaten von Aachen, ja, wir feiern Weihnachten anders. Nämlich kameradschaftlich, zusammen mit Weihnachtslieder und Gebäck von zu Hause, was jeder von seiner Frau, seiner Mutter oder von seiner Oma und so und Tanten bekommt, die teilen wir uns und erlauben uns ein paar schöne Stunden in Freude der Heiligen Nacht zu feiern. Und du, Liesel, wie war dein Weihnachten? Wie feierst du denn immer Weihnachten? Erzähl es du doch mal. Komm doch her zu mir, hier, und sprich da hinein. Bitte, Liesel, komm. Nimm Platz. Doch. Dieser Frau, wie sie eigentlich Heiligen Abend und Weihnachten feiert, wie feierst du das so? Ich feiere Weihnachten mit meinen Eltern, ganz ruhig und besinnlich. Und am Abend, so um 6 Uhr Nacht, dann haben wir immer alles ausreichen, um die bösen Geister zu vertreiben. Und dann machen wir es uns gemütlich mit einer Jausen und wie es bei mir früher war, genau. Ja. Wir haben das auch immer gemacht, am Bergbahnhof, ausgeräuchert, ja, und während dann eine Geschichte erzählen, wenn wir mal eine heilige Nacht erlebt haben, dass wir einfach meiner Großmutter und mir, die Gras bin, hergestanden sind. Aber das erzähle ich dann auch gleich. Ja, bei Nüsse auf Klopfen fällt einem manches ein. Es war vor Jahren da, da war ich noch ein kleiner Junge, viele Jahre sind vergangen und da war ich mit meiner Großmutter ganz allein auf dem Bergbauernhof und da hat es bei der Nacht plötzlich geklopft, weißt du. Ja, meine Großmutter hat den Vorhang zur Seite rausgeschaut, ist ein Mann rausgestanden, eine dunkle Gestalt und wollte herein und hat geschrien, mach auf! Und wir haben uns nicht getraut, alle waren in der Christmette und ich und meine Großmutter mit ca. 60 Jahren ganz allein auf dem Bauernhof, keine Nachbarn, nichts, alles winterlich verschneit, der Mond hat hereingeschehen und wir haben uns gefürchtet. Und plötzlich hat er begonnen bei der Tür zu arbeiten, ja, ja, und dann haben wir einen Bohrer gehört, ja, und wo der Griff zur Türe ist, rein einbrechen, ja. Und dann hat er ein Loch gemacht und wollte schon reingreifen, um den Riegel zur Seite zu schieben, dass meine Großmutter mit der Hacke gekommen, hat ihm eine auf die Hand gehauen, er hat geschrien und ist davongelaufen. Und als die Nächte und die Onkel nach Hause gekommen sind, um 2:30 Uhr, haben sie die Blutspur gesehen, noch lange, und nächsten Tag sind sie noch Kilometer weit gegangen, haben sie die Blutspur gesehen, ja. Aber er wurde nicht mehr gefunden, er muss verletzt worden sein, und es war damals wirklich, es war unser bewegtes, ganz heilige Nacht war das, wo wir wirklich Angst gehabt haben um unser Leben, und das wollte ich noch erzählen. Ja, und das ist schön, du bist ja auch auf einem Bergbauernhof, kann man sagen, zu Hause, ja, sind das? Ja, toll, fast, ja. Und die Lisa kann das verstehen auch, ja, wenn man so abgeschieden lebt und wohnt, und da kommt irgendwer bei Nacht und will herein, ja, und will einem Böses antun, da hat man mit der Angst zu tun. Aber ich wünsche wirklich noch eine schöne gesegnete Adventszeit und Friede auf Erden und eine schöne Zeit.